irgendeiner Stadt, an irgendeiner Ecke, steht Funkes Laden. Dort kann man bei den Geschwistern Brigitte und Ernst Funke all das kaufen, was man so täglich zum Leben braucht. Und das Besondere ist, die Funkes gehören zu dem guten alten Schlag von Kaufleuten, bei dem man nicht nur kauft, sondern mit denen man auch spricht und plauscht und merkt, dass man als Kunde hier wirklich König ist. Ich wollte nur ein Paket Pumpernickel, Herr Funke. Pumpernickel? Oh, der ist ausgegangen. Wie? Ja, ausgegangen? Ja. Mit wem denn und wohin? Ins Kino? Ernstchen, hast du mich gerufen? Ja. Tagchen, Herr Rucklau. Sie wollen ins Kino? Ich? Oh, Sie haben es gut. Ich ins Kino? Nein. Ihr Bruder hat gesagt, der Pumpernickel ist ausgegangen. Da habe ich ein Witzchen gemacht. Wann gibt's denn frischen? Heute Nachmittag wieder, Herr Ruckler. Na gut, dann komme ich heute Nachmittag. Wiedersehen. Wiedersehen. Viel Spaß im Kino. Der will gar nicht ins Kino. Nein? Aber hier, kannst du mir nicht mal helfen? Du siehst doch, dass ich nicht zurechtkomme. Ja. Du entschuldigst, komm gleich wieder. Brigitte! Ja. Oh Mann. Ja, bitteschön. Oh. Ach so, ja, ja, ja. Oh. Brigitte! Oh, warte! Brigitte! Wo bloß? Nee, geht auch an. Oh. Oh. Oh! Oh nein! Ernst! Ja? Sag mal, ist das dein Ernst? Was treibst du da wieder? Sag mal, was machst du da? Siehst du doch. Ich spiele ein bisschen mit den Milchdosen hier. Der Kindergarten war am Telefon. Alle? Was alle? Meine alle 56 Kinder. Ach, du bist ein Quatschkopf. Frau Schneider, die Leiterin, die machen ein Fest. Ein Bierabend mit Preiskarte. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Gleichfalls, Herr Bär. Ich schließe mit den Wünschen meiner Schwester an, Herr Bär. Ist was passiert? Oh, ja. Was umgefallen? Ich gehe schon ans Telefon. Ach, vorsichtig, meine Damen. Ja. Was darf es denn sein, bitte? Ich nehme mir was aus der Kühltruhe, Frau Funke. Sehr lieb, danke. Ich auch. Ja. Bedienen Sie ruhig den Herrn, Frau Funke. Vielen Dank. Danke. Gehen Sie mal ganz vorsichtig, nicht fallen hier. Kommen Sie so. Es geht um die Süßwarenbestellung. Ja. Also ich brauche vor allen Dingen 2 Kartons gemischte Drops. Dann brauche ich 1 Karton Milchschokolade. Ach ja, und die Gummibärchen sind auch alle. Also 3 Kartons Gummibärchen und Negerküsse, ja? Wie viele Kartons, Frau Funke? Ja, was ist denn? Brigitte, ist Klotz und Mooshaupt am Telefon. Wie viel Apfelsaft soll ich bestellen? Ja, ja, ich kann die Fischstäbchen nicht finden. Ach, die sind da gleich, neben den Forellen. Ach, Brigitte! Wie viele Kartons Negerküsse, Frau Funke? 90, ja? Hier sind die Fischstäbchen. Haben Sie keine größere Packung, Frau Funke? Entschuldige, ich komme gleich. Wir sind heute 6 Personen. Ja. Ja. Meine Schwägerin kommt mit den Kindern zum Essen. Ja. Sind die Kinder Fischstäbchen? Also meine haben da immer lange Zähne gezeigt. Also bitte nehmen Sie hier 2 kleine, ist der gleiche Preis, ja? Danke. Wer ist das, Frau Funke? Ja, ja, alles in Ordnung. Gut, danke für den Auftrag. Bitte schön. Wir liefern wahrscheinlich heute Nachmittag schon. Oh, das ist gut. Auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. So, meine Damen, das war, warten Sie mal. Das fällt mir doch überhaupt nicht aus. Ich hätte überhaupt nicht das Gefühl. Nach dem Vormittagsdurcheinander ist es nun ruhig in Funkes Laden. Und es wäre auch ruhig geblieben, wenn nicht nach der Mittagsstunde der Lieferwagen von Lutschkowski gekommen wäre. So. 2,95 Mark, warte mal. Ich hatte da irgendwo noch einen grünen. Ah, hier ist er. Mal ausprobieren. 2,95 in grün. Aha, die Firma Lutschkowski. Tag, Herr Siegerich. Ihre Bestellung, Herr Funke. Ja, gut.
Sagen Sie mal, um Himmels Willen, was ist das denn alles? Kleinen Moment. Zweimal Drops, einmal Milchschoko, dreimal Gummibärchen und 90 Karton Negerkäse. Donnerschlag, so viel Negerkäse, das reicht für eine ganze Schule. Was ist, Moment mal, 90 Kartons Negerkäse? Ach so, ja, das kann meine Schwester bestellt haben für das Kindergartenfest, aber 90 Kartons, da müsste doch jedes Kind pfundweise. Brigitte! Brigitte! Ja, komm doch mal eben her. Der ja, bringt, wo brennst denn du? Der bringt. Du entschuldige, Telefon, ja? Brigitte, 90 Kartons. Ja, hallo? Warte mal, 90 Kartons. In jedem Karton sind 90 Negerküsse. 90 mal 9, das sind. Also, wir brauchen bestimmt morgen. Das sind doch 8.100 Negerküsse. Ich werde wahnsinnig. In jeder Woche verkaufen wir bestenfalls 150 Negerküsse. Das sind ja dann Negerküsse für über ein Jahr. Langsam. Vorsicht, das ist furchtbar diffizil hier. Ganz lang. Brigitte! Brigitte, komm doch mal! Ich telefoniere! Nun lass mich doch! 90 Kartons Negerküsse. Da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Kein Wunder, dass Herr Funke findet, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht. So, das war der letzte, Herr Funke. Das war der letzte. So, bitteschön. Tja, Herr Siegerich. Da, bitteschön. So. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Aber jetzt mal eine Zeit lang ohne Negerkörper. Das langt erst mal. Kommen Sie her, Herr Siegerich. Kommen Sie her. Greifen Sie zu. Ja, danke. Nehmen Sie nur reichlich bei dieser Riesenlieferung, ja, nicht? So. Guten Tag. Guten Tag, ihr zwei Mäuse. Na, was darf es denn sein? Negerküsse. Negerküsse, aber gerne. Wie viel darf ich den Herrschaften bringen? Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Negerküsse. Was ist denn, Ernstl? Warum lachst du denn? Sag doch mal, was ist denn los? Entschuldigung. Ich freue mich nur. Ich freue mich, weil ich gerade ein Viertausendstel verkaufe. Was hast du? Du sagst, ich verstehe mal Bano. Ich werde dir gleich erklären. Ein Viertausendstel? Jawohl. Gewonnen warst du. Ein Viertausendstel von 8.000. 100 Negerküssen. 8.100? Jawohl. So, kommt her, ihr zwei. Heute gibt's mal zwei für den Groschen. Hm? So, wie sehr? Na, und wie ist mir bezahlt? Aha, da ist der Groschen. Gut. Danke, Herr Funke. Dann lasst es euch schmecken. Ja, wiedersehen. Dann komm, nun erklär mal, ja? Soll ich dir erklären? Ja. Schön, Brigitte, erkläre ich dir. Komm. Ja. Bitte, wenn du mal ein Auge da drauf werfen möchtest. Ja. Das sind Negerküsse, Brigitte. Was? 90 Kartons Negerküsse, 8.100 Stück sind gerade eben geliefert worden. Die musst du doch heute Morgen bestellt haben. Heiliger Bimbam. Du, das ist ein Missverständnis. Das denke ich mir. Na, warum hast du nicht zurückgehen lassen? Na, aber was sollen wir mit 8.100 Negerküssen? Genau das frage ich dich, Brigitte. Und zurückgeben ging ja nicht. Es wäre doch die ganze Firma Lutschkowski sauer geworden. Ja. Denn wenn erst meine Süßwarenfirma sauer wird, na, dann gibt's Ärger. Das denke ich mir. Dann kriegen wir keinen Kredit mehr oder kriegen höhere Preise oder was weiß ich. Wie kommst du dann aber auch auf die Idee, so eine Riesenmenge zu bestellen? Na, komm. Hä? Also ich rufe da jetzt mal an. Das Ganze war ein Hörfehler. Aha. Ja, der Herr Bär hat mich falsch verstanden. Mhm. Also ich habe gemeint 90 Stück und der hat verstanden 90 Kartons. Naja, das ist ja wohl ein Unterschied, ne? Zwischen 90 Stück und 90 Kartons. Was lernt uns das? Und sollte immer klar und präzise und richtig ausdrücken. Naja, aber das müssen die doch verstehen. Mhm. Und aufgegessen kriegen wir die auf gar keinen Fall. Ich schaffe bestenfalls zwei am Tag. Willst du mal probieren? Ach, um Gottes Willen, wir gehen auseinander. Mhm. Also von mir aus versuch es. Aber dann kriegt der Herr Bär eins auf den Hut, wenn du dem quasi die Schuld in die Schuhe schiebst. Nein, du, das geht nicht. Geht wirklich nicht. Guten Tag. Guten Tag. Na, ja. Guten Tag, Herr Funke. Mhm. Manuela hat gesagt, bei Ihnen gibt es zwei Negerküsse für einen Groschen. Stimmt das? Hat die Manuela recht. Das ist ein Sonderangebot, Peter. Ja, dann nehme ich 20 Stück für eine Mark. 20 Stück? Er will 20. Ja. Sofort. Moment, Lene. Hier hast du schon mal einen 20 Karton. Und noch 10. Was möchtest du? Ja, ich möchte 10 Stück. 10 Stück. Mhm.
Zehn. Hier noch 5 Meter. So? Mhm. Danke, Herr Funke. Auf Wiedersehen. Tschüss, Peter. Und du? Wie viel? 10. Auf 10. 10, sofort. Was? Was sagst du? Mal 4? Ja. Diese Art werden wir Millionär. Ja. Ne? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich hätte auch gern 10. 10 Stück. Mhm. Jawohl. Danke. 2, 4, 6, 8, 10. No? Und du? Ich auch 10. Auch 10. Wiedersehen. Danke, ja. 2, 4, 6, 8, 10. So. Wiedersehen. Ich möchte auch bitte 8 für 8. 48 Pfennig. Jawohl, 2, 4, 6, 8. So. Danke. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Was sagst du? Wenn das so weitergeht, sind wir den größten Teil doch noch bis zum Ende der Woche los. Hm? Ja, und haben 200 Mark Verlust. Einkommensteuer und Umsatzsteuer mitgerechnet. Was? 200 Mark? Ja klar, Brüderchen. Also, du bist vielleicht ein reicher Künstler. Also wir kaufen das Stück für 7 Pfennig ein. Du verkaufst für 5 Pfennig statt für 10. Ja. Also das heißt, wir haben an jedem Negerkuss 2 Pfennig minus Verlust. Verstehst du? Das macht also bei 8.100, nachrechne mal bitte, ja? Das sind das? Ja. 160 und ein paar zerquetschte. Mhm. Tatsächlich, du hast ja recht. Verflixt nochmal. Und was machen wir jetzt? Guten Tag, Herr Funke. Stimmt das, dass es hier so für 5 Pfennig einen richtig Mondkopf gibt? Auch wenn Herr Funke Sorgen mit dem Berg von Negerküssen hat, bei den Kindern hat sich das Billigangebot in Windeseile herumgesprochen. Und jeder versucht, seinen Teil davon abzubekommen. Was hier? Danke dir. Mhm. Und du? 30. 30? 2. Da gibt es Kartons. Ja klar, komm mal her. Das, was hier hast du 30. Moment, das sind 2 Kartons. Bitte schön. Oder vielleicht doch merci. Noch einen. Danke. Ich habe nämlich gerade noch 5 Pfennig gefunden. Noch 5 Pfennig? Komm her, dann noch einen dazu. Mach halt auf. So. Merci. So, du kriegst einen. Ja? Wiedersehen, Herr Funke. Tschüss. Achtung, Funke. Guten Tag, Herr Ruckler. Was darf es denn sein? Was ist denn bei Ihnen los, Frau Funke? Kindertage? Ausverkauf von Süßigkeiten? Oder haben Sie einen Vertrag mit den Zahnärzten und kriegen eine Prämie, wenn viele Kinder schlechte Zähne haben? Ja, machen Sie keine Witze, Herr Ruckler. Uns ist nicht zum Lachen. Das sehe ich. Ärger? Oh. Herr Ruckler, meine Schwester hat versehentlich einen Riesenposten Negerküsse bestellt. Na, nun ist ja gut, nicht? Jetzt müssen wir so unter Einkaufspreis verscherbeln, sonst bleiben wir am Ende noch drauf sitzen. Und das sitzt sich nicht gut auf Negerküssen? Sie können es ja gerne mal probieren. Ich verkaufe Ihnen gerne 10 Kartons, ganz billig. Schönen Dank. Lieber nicht. Ich bevorzuge Pumpernickel. Zum Draufsitzen? Nein, zum Reinbeißen. Ist er gekommen? Ist gekommen. Wie viel darf ich Ihnen geben, Herr Funke? 2 Pakete, Herr Funke. 2 Pakete. Und ein Stück Butter, bitte. Wie üblich, ja? Ja. Aber da fällt mir was ein. Wie viel kosten denn Ihre Negerküsse, Frau Funke? Im Sonderangebot 5 Pfennig das Stück. Warum? Bei meiner Schwester ist nächste Woche Kindergeburtstag. Da könnte ich doch Negerküsse spendieren. Wie? Klar, da könnte der Herr Ruckler doch Negerküsse spendieren. Wie viel verträgt denn ein Kind pro Nachmittag? Pro Nachmittag? Das kommt auf den Magen, aufs Alter an. Ich würde sagen, so 5 bis 10, ne? Das wären bei 12 Geburtstagsgästen etwa 100 Stück. Ne, so. Ja. Wie viel sind denn in so einem Karton? 90 Stück, Herr Ruckler. Ja, das ist okay. Geben Sie mir einen Karton mit. Ja. Aber nichts, was ich lieber täte, Herr Ruckler. Ja. Dann kommen noch 4,50 dazu. Das macht schon zusammen 10, 65. Ach, Tag, Herr Wehr. Haben Sie es passend? Ich hab's passend. Oh, das ist nett. Dankeschön. Danke auch. Bitte. Danke. So, und hier sind Ihre Negerküsse. Dankeschön, Herr Funke. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Ruckler. Wiedersehen. Na, Herr Beer? Ich komme mit einem ungewöhnlichen Anliegen, Frau Funke, Herr Funke. Mhm. Und ich bitte im Voraus um Verständnis. Hoffentlich haben Sie noch welche. Was bitte? Schießen Sie los, Herr Beer. Das ist mir in meiner ganzen Praxis noch nie passiert, dass... Na? Bei Ihnen soll es billige Negerküsse geben, sagen die anderen. Stimmt das? Das stimmt, das Stück 5 Pfennig. Wir haben am Freitag Klassenfest. Wie viele haben Sie denn noch? Na, wie viel brauchst du denn? Na, da kommt man mit darüber. Wir sind 30 in der Klasse. Und ich habe eben unsere Klassenlehrerin getroffen. Mir gesagt, dass die Negerküsse bei Ihnen so günstig gibt.
Sie hat gesagt, ich soll 90 kaufen. Haben Sie noch 90? 90 Stück, ja, so viel sind noch da. Dann möchte ich die bitte. Und ich 10 bitte. 10. Ich und mein Bruder auch 10. Für beide auch 10. Aber wollen wir das doch erstmal machen? 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind genau 10 Stück drin. Gehen wir mal der Reihe nach, hm? Junge Mann, du hast Kleingeld? Oh, fein. So, noch 10. 10, 1, 2, 3, 4, noch einen dazu. So. Nochmal 10. So, bitteschön, die junge Dame. Fein, stimmt. Und nochmal 10. So. 1, 2, 3, 4, 5 und noch eine dazu. 6, 7, 10. So, bitteschön. 10 Stück, auch abgezähltes Geld. Na, das klappt ja. Und auch das stimmt. Moment, die 90 kommen sofort. Dann nehmen wir gleich einen ganzen Karton. Noch original verpackt. So. So, bitteschön. Danke. Gerne. Wiedersehen. Tschüss, wiedersehen und schönen Dank. Das ist erstaunlich. Warum machen Sie das? Dabei setzen Sie doch zu. Ach, wissen Sie, Herr Bär, das ist so eine Art Werbeaktion. Wir versuchen, die Jugend für unseren Laden zu gewinnen. Ja, ist die Kundschaft von morgen. Na, und damit die nicht alle zu den Supermärkten abwandern, da haben wir uns sehr überlegt, gute Idee. Ja. Und es läuft offensichtlich. Mhm. Da weiß ich gar nicht, wie ich meine Bitte anbringen soll. Was ist denn, Herr Bär, was haben Sie denn auf dem Herzen? Ja. Sagen Sie ruhig, hängt es einfach mit den Negerküssen zusammen? Tja, also stellen Sie sich vor, mein Chef, der Herr Lutschkowski, hat mich vorhin fürchterlich gerüffelt, weil... Nun halten Sie sich fest, weil ich zu viel verkauft habe. Wir haben durch Ihre große Bestellung unerwartet einen Engpass in Negerküssen und können nicht liefern. Der Nachschub kommt erst in 8 Tagen, weil die Fabrik gerade Betriebsferien hat. Und jetzt sitzen wir in der Klemme. Also, ich kapiere das nicht ganz, aber ich meine, was könnten wir da tun? Ja, wollen Sie etwa welche zurückhaben? Tja, wenn Sie uns, mir, ich meine der Firma Lutschkowski, dabei helfen würden... Ja, also ich muss sagen, das würde unsere Werbeaktion sehr beeinträchtigen. Ja. Das leuchtet mir ja ein und wir wären Ihnen sehr verbunden. Ich persönlich ganz besonders, Frau Funke. Mein Chef meint, ich sollte auf Biegen und Brechen versuchen, das wieder hinzubringen. Und er lässt Ihnen ausrichten, mit den besten Grüßen, dass er Ihnen auch sonst gern entgegenkommen will. Tja... Herr Bär, das ist nur so eine Sache. Ich wollte gerade ein Sonderschaufenster einrichten, ein paar Inserate aufgeben. Wie viele Kartons bräuchten Sie denn unbedingt zurück? Tja, wir haben noch 13 Bestellungen, die wir nicht ausführen können. Wenn Sie uns, sagen wir mal, 75 bis 80 Kartons? Ja, also, wenn noch so viel da sind, wollen wir gerne helfen, natürlich. Das wäre ja wunderbar. Wenn Sie die 10 oder 15, die Sie von den 90 Bestellten behalten, die würden wir Ihnen mit einem Preisnachlass von, na sagen wir mal, nochmal 25% berechnen. Ist das nicht ein Angebot? Prima, ich sehe direkt mal nach, was noch im Lager ist. Ja, komm mal nach. Ach, das ist ja fantastisch. Das ist mir also noch nicht passiert, dass ich Ärger habe, weil ich zu viel verkauft habe. Es sind noch genügend Kartons da, Herr Bär. Mein Paar hätte ich ganz gerne behalten, aber... Sie können ohne weiteres 75 Kartons abholen lassen, wenn Sie uns die restlichen 15, wie angeboten, im Preis ein bisschen billiger lassen. Ne? Wunderbar. Ich bedanke mich sehr, Frau Funke. Ja. Bitte sehr. Herr Funke. Herr Bär. In einer Stunde kommt der Wagen und holt die Negerküsse. Na, wunderbar. Schön. Wir sind im Bär. Du bist vielleicht ein Schlitzohrbrüderchen. Das liegt in der Familie, Schwesterchen. Also, Herr Bär. Wiedersehen. Oh. Na, pass mal auf. Jeder kriegt einen geschenkt heute. So. Richtig, heute gibt's mal eine Sonderaktion. So, für dich. Ja. Für dich auch eins.